Ptera wie Pteranodon. Ah, ja klar, Ptera. So kann ich es mir merken. Ptera wie Pteranodon. Los, du hast nicht per Zufall eine Schatzkarte gesehen. Im Wasser oder am Strand. Denk ganz scharf nach. Hui, eine Schatzkarte. Leider nicht, lieber Ritter. Warum denn? Habe sie eben verloren. Wir sind unterwegs gewesen zu einer Schatzinsel. Um einen Schatz zu suchen. Ja, und dann hat sie uns ins Wasser gespült. Und jetzt ist die Karte fort. Und wir haben keine Chance, mit dem Piratenschatz zu finden. Nur keine Sorge, ihr zwei. Ich habe eine Idee. Ich bringe euch zum Inselorakel. Das Orakel weiss immer rot. Es war schon hier auf dieser Insel, bevor die ganze Welt erschaffen worden ist. Es weiss darum einfach alles. Es ist uralt. Also, komm, dann gehen wir fragen. Grüezi miteinander. Ich bin so Orakel. Ich habe euch schon gesehen. Ich habe mich verweht her und ich spüre es. Ihr habt das mein gutes Herz. Jetzt sage ich einisch, beim Nackenschild von meinen Urvätern und meinen schweren Dreihorn. Was hättet ihr jetzt für eine Frage, wo ich auf der Zunge brennt? Hui, du bist ein echter Triceratops. Ja. Eure Erlauchtheit, ich habe meine Schatzkarte verloren und muss unbedingt wissen, wo du geht's zum Schatz. Ja, so. Ja, du tapferer Ritter, das sind interessante Fragen. Ich muss da keine drüber reden, wie soll ich sagen? Danke. Oh, ist er jetzt eingeschlafen? Herr Krakakel, der macht keinen Wack. Er stups ihn an mit dem Schwert. Okay. Und stups. Schau es einisch. Bei meinen Dreihorn bin ich dann wieder eingeschlafen. Entschuldigung. Ja, das kommt alle vom vielen. Ja, danke. Der Schatz. Jetzt kommt es mir wieder. Früher hat es auf unserer Insel Piraten gehabt. Ein Haufen Piraten.